Hallihallo, ich bin Galina. Diesmal werde ich Ihnen zeigen, wie man einen ausgefallenen Eierkuchen mit Kokos und Mandeln selber macht. Die Grundmenge, die ich jetzt eben nenne, reicht für mindestens 4 solche Kuchen aus. Daher können Sie sofort die Grundmenge entweder halbieren oder vierteln. Ich habe in diesem Fall mehrere Kuchen für eine Party gebacken. Dazu benötigen Sie 12 Eier, 2 Packungen Kokosraspeln, 2 Packungen Puderzucker und eventuell eine Packung Mandeln gemahlen. Zu Beginn trennen Sie die Eier in Eigelb und Eiweiß. Hier werden aus Eiweiß und Eigelb 2 verschiedene Grundmassen entstehen, die zum Schluss zusammengemischt werden. Nun geben Sie den Eiweiß in eine Schüssel und schlagen Sie die gesamte Masse entweder mit dem Schneebesen oder mit dem Mixer. Fügen Sie danach noch den Puderzucker hinzu und schlagen Sie die Masse bis zu einer schäumigen Konsistenz. Nun müssen Sie die Eiweißmasse mit Kokosraspeln vermengen und eventuell auch gemahlene Mandeln hinzufügen, was nicht unbedingt notwendig ist, falls Sie keine haben. Das Ganze wird gut durchgemischt und erstmal zur Seite gestellt. Für die Eigelbmasse benötigen Sie noch zusätzlich 500 bis 650 ml Milch, 3,5%, 400 Gramm Puderzucker, 250 ml Sahne, eine Vanilleschote. Ersatzweise können Sie auch Vanillezucker verwenden. Nun schlagen Sie das Eigelb in eine kochfeste Schüssel hinein. Anschließend erhitzen Sie ein Wasserbad auf 60 Grad. Lassen Sie die kochfeste Schüssel mit den Eigelben auf dem kochenden Wasser schwimmen und rühren Sie diese schön cremig an. Ist die Eigelbmasse schön dickflüssig angerührt, streuen Sie den Puderzucker darauf und rühren Sie diesen gleichmäßig ein. Nun nehmen Sie einen weiteren Kochtopf und geben in diesen die Milch sowie die Sahne hinein. Anschließend schließen Sie die Vanilleschote auf und kratzen Sie mit einem scharfen Küchenmesser das Mark hinaus. Geben Sie das Mark in die Milch-Sahne-Mischung und lassen Sie diese einmal gut aufkochen. Dann für circa eine Stunde zugedeckt auf ganz kleine Flamme ziehen lassen. Nun geben Sie portionsweise die Vanillemilch der Eigelbmasse hinzu. Rühren Sie alles kräftig mit einem Schneebesen durch und mischen beide Massen, die Eigelbmasse und Eiweißmasse, zusammen. Nun benötigen Sie auch 2 Packungen Backpulver, das Sie mit 500 Gramm Mehl zusammenmischen und in die gesamte Backmasse hinzufügen. Geben Sie aber noch mehr Mehl hinzu, damit so eine gleichmäßige Masse entsteht. Für den Teig habe ich hier ungefähr 1 Kilo und ein bisschen mehr gebraucht. Nun geben Sie den Teig in die Formen und backen Sie den Kuchen ungefähr halbe Stunde bei 175 Grad im Backofen. Achten Sie darauf, dass der Kuchen nicht anbrennt. Lassen Sie den Kuchen abkühlen, wenn der fertig ist. Und Sie können eine einfache Creme aus einer Dose Milchmädchen gezuckert und Crème fraîche zubereiten. Beide Zutaten werden miteinander gemischt, der Kuchen in 2 bzw. mehrere Schichten geschnitten und eingecremt. Dekorieren können Sie den Kuchen mit Schokostreuseln, weißer Schokolade und Vollmilchschokolade und so auf den Tisch stellen. Bon Appetit!